Also, ich heiße Adil Abdullayev, ich bin 21 Jahre alt, kämpfe in Gewichtsklasse 77 und mein Background ist Boxen. Ja, das mache ich sehr gerne, deswegen bin ich auch hier, weil ich Bock drauf habe, ganz einfach. Wenn ich Bock drauf habe, dann mache ich es. Ja, viel Gesundheit für uns beide im Cage, dass wir gesund aus dem Cage rauskommen und verletzt. Der Kämpfer aus der blauen Ecke ist 21 Jahre alt. Er wiegt 76,2 Kilo und sein Background ist Boxen. Er repräsentiert Aserbaidschan und das ist sein TBL-Debüt. Wir rufen in die blaue Ecke Adil Abdullayev. They hate when you elevate, 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 yeah. They hate when you elevate, elevate, elevate. They hate when you elevate, yeah. I had to elevate. Ich bin 21 Jahre alt, mein dritter Kampf bei TBL und mein Background ist Kickboxen. Meine beste Organisation ist. Ich wünsche meinen Gegner alles Gute. Verletzungsfreier Kampf. Aus der roten Ecke ist 21 Jahre alt, wiegt 76 Kilo und sein Background ist Kickboxen. Er repräsentiert Tschetschenia und sein TBL-Rekord ist 1-1. Said Bors Hajiyev! Don't stand back up, yeah. Hunger hard in the 12th round. Probably shot a Rockefeller hover. Now go to war like a soldier, yeah. Plus they tried to count me out, thinking that it's over. But I got to fight, Rocky Balboa. Yeah, I got to fight like Rocky Balboa. Yeah, I got to fight. Yeah, I got the fight like Rocky Balboa. Rocky Balboa with the fight. Whoa, yeah, your life at stake. Whoa, yeah, what can you take? Huh, yeah, carried away. Oh, you will make great. Yeah, it'll hit hard when I'm talking about lie. Gotta keep going, pressing forward in the fight. Blaue Ecke schon sehr fokussiert, hatte mich vorhin draußen angesprochen und hat mir einen guten Kampf versprochen. Bin gespannt. Abdullayev, bisher 5 Kämpfe, Boxen und MMA, hat seine Wurzeln beim Boxen. Said kommt aus dem Kickboxen. Wie gesagt, mittlerweile 3. Kampf bei uns, also hat sich eigentlich schon ganz gut etabliert. Die Kämpfe sind immer spannend, sind immer interessant, geht immer bis zum Schluss. Hat seinem Gegner angezeigt, ich kann was nehmen, ich teile aber auch aus. Riskant mit den Händen unten. Nicht sprechen. Aber sieht sehr schön technisch aus. Also tastet sich schön ab. Kein wildes, ungestümes.
Geht's weiter, geht's nicht weiter? Es geht weiter. Muss aber vorsichtig sein. Sehr wild. Ui. Jetzt geht's doch ins Ui, hat den linken Haken hat gesessen. Der linke hat gesessen. Boards will es hier zu Ende bringen. Wenn Boards hier overpaced, kann es nochmal spannend werden. Wir sehen eine zweite Runde. Sehr schön. Genug Zeit zum Erholen. Einmal zu sich kommen und dann geht's weiter. Jetzt nur die Zeit einmal gut nutzen, die Pause, um zu sich zu kommen wieder. Beide. Der Ringrichter fordert einen fairen Kampf. Und los. Zweite Runde. Abdullahi bewegt den Kopf ein bisschen zu wenig. Boaz kommt immer wieder durch, wenn er in der Vorwärtsbewegung ist. Nutzt seine längere Reichweite. Beschäftigt ihn mit seiner Führhand, will ihn täuschen und geht runter. Kein Niederschlag. Aber ein Nachschlag. Verwarnung an die blaue Ecke. Beide machen es gut. Sehr boxerisch, auch sehr schön. Schaut technisch aus. Blau stürmt. Meistens nach solchen Sequenzen nach vorne. Ansage vom Punktrichter. Dem ist das Verhalten zu abwarten. Sehr gefährlich, was die Jungs da machen. Sehr gefährlich. Wild. Okay, Boaz sucht einen Ausweg. Ich glaube, Boaz wurde erwischt. Okay, kommt mit dem rechten Aufwärtshang und Clinch. Actionfight. Und wieder die ruhigen Sequenzen. Also beide fressen sehr viel, können sehr gut einstecken scheinbar. Fahren beide hohes Tempo in der Ringmitte. Irre. Boaz verweilt zu lange an der Ringecke bzw. an den Ringseilen, sollte eher die Ringmitte suchen, sollte rückwärts rausgehen, sollte seitwärts rausgehen. Verliert hier den Zahnschutz, das ist oftmals ein Anzeichen, wenn es mit der Luft nicht mehr ganz so gut steht. Pause für beide, beide atmen durch und los, weiter geht's. Ziemlich enge Runde, sehr viel Schlagabtäusche, sehr unübersichtlich. Und schwer zu werten, auch vor allem für die Punkterichter. Wen gibst du die zweite Runde? Boah, es ist, wie gesagt, sehr schwer. Bei solchen Schlagabtäuschen, die so wild sind, auch für die Punkterichter, eine sehr schwere Arbeit auf jeden Fall. Gleich angedeutet, dass der Boden zu nass ist, wurde ja gleich reagiert seitens des Kampfrichters.
ist zu gefährlich, wenn die Plane nass ist, wenn es noch so rutschig ist. Ja, das wird ordentlich gemacht. Auch zum Schutz für die Kämpfer, wenn du auch wegrutscht und der Schlag kommt, du rutschst direkt in den Schlag, können schlimme Sachen passieren. Dritte und letzte Runde. Die entscheidende Runde eventuell. Nochmal das Zeichen zu mir. Er gibt das Zeichen zu dir und sagt, hey, Tom, schau mir zu, ich liefere den Kampf, den ich dir versprochen habe. Ich denke, da hat er sich am Ende auf jeden Fall ein Foto verdient, oder? Ach, das oder so, das hat jeder. Okay, sehr gut, der linke Haken von Borz. Linker Borz schwingt sehr, sehr viel. Geht über zum Clinch. Okay, bereitet mit dem linken Haken vor, probiert mit der rechten Geraden durchzukommen. Er will, dass der Gegner die rechte Hand nach außen zieht, sodass der Weg frei ist für die Gerade. Viel zu abwarten, zu lang an der Ringecke. Das ist das, was ich vorhin angesprochen habe. Könnte mehr Action sein. Ja. Und die rechte Gerade war drin. Und die rechte Gerade. Er ist sehr benommen. Der ist sehr benommen. Wenn er jetzt weiter nach vorne geht, dann... Abdullayev siehst du nicht gar nicht. Zu nah. Entweder Abdullayev hat es nicht gesehen oder er ist selber schon zu fertig. Was macht er? Zu. Er wird angezählt, ja. Er kann den. Das ist das, was ich in einem anderen Kampf vorhin schon angesprochen habe. Er hat nicht die Möglichkeit, selber zu unterbrechen. Er blutet. Es ist dieselbe Seite. Nein, er hat abgenickt. Das war's. Er sagt nein. Nein. Dass die blaue Ecke noch so. Stark. Nach so einem Niederschlag so zurückkommt, reißt den Kampf nochmal rum. Wahnsinn, irre, krass. Also an der Stelle auf jeden Fall nochmal Respekt an beide Kämpfer. Permanente Schlagabtäusche, genau das, was wir hier, genau das, was die Zuschauer sehen wollen. Aber ist natürlich kein Schachspiel. Sehr sportliches Verhalten nach dem Kampf, auch wenn es davor Differenzen gibt, ist es oberstes Gebot, dass nach dem Kampf das Kriegsbeil begraben wird. Man hat alles im Ring gelassen, man kann sich in die Augen schauen, man kann sich die Hand schütteln. Der Kämpfer aus der blauen Ecke kam gerade nochmal zum Kommentatoren und hat den im Vorfeld versprochenen Actionfight nochmal bestätigt, dass er hiermit abgeliefert hat. Also, wir machen immer so, dass die Kämpfer noch einen Bonus für K.O. des Abends oder Kampf des Abends bekommen. Ich finde, dass unabhängig davon, ob noch ein besserer Kampf heute stattfindet, haben beide Kämpfer sehr, sehr viel Respekt und einen Bonus verdient. Und der Sieg geht in die blaue Ecke durch K.O. Adil Abdullayev. Adil, herzlichen Glückwunsch. Du hast versprochen, eine Show abzuliefern, einen sehr, sehr starken Kampf zu zeigen. Wie war es, mit MMA-Handschuhen zu boxen? Du hast zum ersten Mal, glaube ich, mit MMA-Handschuhen geboxt. Wie war es? Erzähl. Also, das war mein erstes Mal mit MMA-Handschuhen, aber das wird hoffentlich nicht mein letztes Mal. Das verspreche ich euch allen. Und ich bin auch nicht das letzte Mal auf dem Cage. Ich werde öfter hier kommen und ich werde mir auch den nächsten Titel holen, wenn es gibt, okay? Ab 3 Siegen gibt es bei uns immer einen Gürtelschanz. Said, deine Nase schaut ein bisschen schief aus. Du hast einen richtig geilen Kampf gezeigt. Du hast wie immer sehr, sehr viel Charakter gezeigt. Es ist Boxen mit MMA-Handschuhen, da kann alles passieren. Komm, ich komm zu dir. Sag mal Worte. Ja.
Allahu Akbar! Geht nicht! Nase ist schief. Du hast beim letzten Mal Bruch gehabt. Du hast jetzt wahrscheinlich einen Bruch. Ich hoffe, ich wünsche dir viel, viel, viel Gesundheit. Und ich hoffe, dass beim nächsten Mal alles nach deinem Plan läuft. Wir freuen sich immer, dich hier zu sehen. Das Publikum liebt dich. Ich hoffe, wir sehen uns noch.